gerade? Ich bin in unserem neuen Lager. Hallo, das bin ich, Cassie, denn ich wurde Anfang des Jahres vor die Wahl gestellt, mein Merch komplett aufzuhören oder ihn selbstständig weiter zu übernehmen. Und dafür habe ich mich entschieden, denn ich könnte das niemals aufgeben. Deswegen haben wir uns auf die Suche nach einer Lagerhalle gemacht, die sie hier gefunden, aber die ist noch komplett alt und verranzt. Deswegen gibt es heute eine Room Transformation und wir schauen mal, was wir daraus gezaubert haben. Freust oh du mein dich? Gott, ich kann es gar nicht glauben, das ist so richtig so als ob... Schritt Nummer 1 in dieser Room Transformation wird erstmal diese Wand sein. Die gab es ja davor noch gar nicht und das Braun an sich ist auch gar nicht so schlimm, finde ich. Aber in Kombination mit diesem ganzen Gelb hier außenrum, it's a no-no for me. Ich will nicht so viel Gelb. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn es hier Mint wäre oder irgendwie so ein Pastellgelb, dann würde ich es voll feiern. Aber dieses knallige Gelb, ich muss mich dran gewöhnen. Ich werde es auch. Aber genau, wir machen jetzt erstmal hier eine andere Wandfarbe dran, damit es ein bisschen ausbalanciert wird. Der erste kleine Step schon mal. Ist das ein Malerpulli? Ja, der hat eh schon Flecken. Weiß ist bei mir eigentlich keine gute Idee. Ich freue mich einfach so sehr auf den Moment, wenn wir endlich die Merch-Sachen aus den Kartons hier ausräumen und so richtig schön in so durchsichtige Boxen oder so einsortieren. Denn diese Kartons sind mittlerweile schon richtig verranzt, aber das ist auch kein Wunder, denn die kommen eigentlich aus dem Lager in Hamburg. Da wurden die halt von verschiedenen Dudes immer wieder hin und her transportiert. Dann wurde alles zum Pop-Up gebracht. Auf dem Pop-Up wurden sie dann auch nochmal über verschiedene Etagen von ganz vielen Leuten immer hin und her transportiert, um eben Sachen zu holen. Und dann von dort aus einmal quer durch Deutschland hierher zu uns. Und jetzt eben stehen sie hier. Also ja, die sind mittlerweile richtig am Arsch. Und so sehen sie auch aus. Not cute. Aber genau, das ändern wir in ein paar Tagen. Da geht es dann an die Boxen dran. Heute ist aber, wie gesagt, erstmal diese Wand hier an der Reihe. Du siehst auch so richtig aus wie ein Malermeister, wie ich es mir vorstelle. Ja. In die weiße Hose fehlt. Ja. Ach, schon, das ist eine Zimmermannshose, ne? Genau. Ah, steht hier aber auch. So, jetzt, welche Farbe wird's? Na, wenn es nach dir gehen würde, schwarz. Ja, aber geht's nicht, oder? Nein. Ich hab so richtig das Verlangen, meine Hand da einmal so reinzutauchen. Wir haben jetzt gerade 12.56 Uhr. Was glaubst du, wann wir fertig sind, Schatz? Ich sage 16 Uhr hier raus. 16 Uhr? Dann sage ich 15 Uhr. Optimistisch bleiben, ne? Tada! Sag sie, die magischen drei Worte, die jede Frau hören will. Du bist schön. Nein, du hast recht. 15 Uhr auf die Minute, genau, habe ich es geschätzt. Das Ding ist nämlich, er schätzt eigentlich immer alles richtig und ich liege eigentlich komplett daneben immer. Ja, aber wir sind auch noch nicht fertig. Für heute sind wir aber fertig, muss man schon sagen, oder? Wir sind noch nicht ganz fertig. Die Wand hat noch ein paar Flecken. Da müssen wir Montag nochmal drüber, das mache ich dann. Und dann sieht das eigentlich ganz geil aus, oder? Ich finde, es wird schon richtig gut. Ich auch, also das ist so strahlend weiß und das macht einfach so einen krass anderen Look. Das kommt auf der Kamera gar nicht so rüber, weil ihr eben nur diesen Ausschnitt seht. Aber wenn wir so das Ganze sehen mit hier orange, oh Gott, ich kann nur reden, gelb und hier alles strahlend weiß, das sieht schon richtig sexy aus. So wie du. Gut gemacht. Hello again. Heute geht's weiter mit der Room Transformation. Allerdings ohne mich und es ist so komisch. Ich bin nämlich heute hier zu Hause, wie ihr sehen könnt. Ich drehe gleich hier ein neues DIY-Video. Und zwar bin ich an dem DIY-Obi dran, den zweiten Teil, den ihr schon gesehen habt eigentlich. Aber Raffi und Tabi, die sind heute im Lager und die arbeiten zum ersten Mal heute alleine zusammen. Was richtig schön ist, weil einfach mein Freund und meine beste Freundin zusammen als Arbeitskollegen in meinem Team sind und mir dort helfen. Aber ich muss halt einfach jetzt heute mal hier sein, damit ich das Video drehen kann, weil ich will ja nicht meine YouTube-Videos vernachlässigen. Aber die Arbeit dort muss auch gemacht werden und deswegen genau sind die heute alleine dort. Ah! Es ist so strange, weil ich habe die auch beauftragt, den Vlog hier weiterzudrehen. Wir schauen mal, was die überhaupt heute machen. Let's go! Guten Morgen, wir sind jetzt gerade in der neuen Lagerhalle. Guten Morgen! Ja, man sieht schon noch ein bisschen Chaos. Na, ein bisschen. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Unsere Regale mal suchen im Chaos, wo wir die versteckt haben. Wer kann sie finden? Wo sind sie? Ja, da sind sie. Haben wir einen Hammer? Oder reicht deine Manneskraft? Die sollte eigentlich reichen. Reicht meine auch? Vielleicht deine Manneskraft, ja. Schauen wir mal. Ja,
Insofern, mir vorhin einen DIY-Gummihammer gebaut. Einfach so ein bisschen Pappe vorne rein und dann mit Klebeband drumherum gebunden. Aber ich habe es gemerkt, das ist richtige Scheiße. Ja, ich gehe schnell in den Baumarkt und hole einen neuen Gummihammer. DIY, bye. Bye. Tada, da ist er wieder. Zeig her das gute Stück. Ja, also hier ist der neue. Ups. Und hier nochmal im Vergleich der alte. Der Oh, shit. Der hat auch echt schon ein bisschen gelitten. Ja, nur ein bisschen. Aber hey, ist Marke Eigenmodell, ne? Ja, Marke Eigenbau. Ich glaube, jetzt geht es auch deutlich schneller. Es sind noch 7,5 to go. Also das ist unser erster, der ist noch nicht mal ganz fertig, aber ey, wir haben schon viel geschafft. Jetzt haben wir den Gummihammer, jetzt kann es noch besser gehen. Ja, 3:1, wir sind direkt fertig, oder? Hallo! Wie viel hält denn der Boden? Ich glaube 250 Kilo. Das heißt, wenn ich ein Kissen mitbringe und eine Decke, dann könnte ich hier Mittag schlafen. Ja, die ersten drei Regale stehen und Tammy räumt ja schon die ersten Kartonagen ein. Ja, damit es hier mal wieder ein bisschen Platz gibt zum Arbeiten. Aber ich finde, es sieht schon mal richtig gut aus, oder? Ja, ob ich perfekt oben reinpasse. So, Tammy, magst du uns mal zeigen, was wir heute gemacht haben? Nichts, rein, gar nichts, wie man sieht. Nein, wir waren fleißig. Wir haben 8 von diesen Schwerlastregalen aufgebaut. Und ich finde, es sieht richtig gut aus. Ja, ich finde auch. Das Chaos hat auf einmal Ordnung. Noch nicht ganz, aber zumindest so halbwegs. Wir haben zwar teilweise echt lange gebraucht für manche, die waren echt ein bisschen tricky. Und da kommen dann all unsere Produkte rein und oh, ich freue mich richtig, wenn wir das in den nächsten Tagen dann einräumen. Ja, und hat es viel Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Goodbye! Willkommen in der Lieblingsabteilung im Baumarkt von mir. Persönlich? Kisten, Boxen, alles einsortieren, wie schön. Raffis Lieblingsabteilung ist die Gartenabteilung, was es so für Pflanzen gibt. Okay. Aber meine ist hier die Boxenabteilung. Echt? Hast du ein Favorite? Nee, ich bin nicht so oft im Baumarkt wie du. Wir haben hier eine große Auswahl an Boxen. Ich glaube, wir gehen aber mit den schwarzen hier. Ja. Genau, richtig schön. Das passt so zu meinem Style. Ich wollte gerade sagen, das wäre auf jeden Fall Raffis Traum. Ja, der wird sich freuen. Ja, ich nicht. Der wird jubeln, der wird sagen, ja, endlich macht sie was in schwarz. Es ist wirklich so, das wäre sein Traum, alles in schwarz. Er wollte auch die Wand schwarz streichen, die weiße. But no, it's my Lager, es ist unser Lager. Aber es ist meine Ästhetik und ich hätte es gern hell und freundlich und schön. Und deswegen nehmen wir hier solche durchsichtigen Boxen natürlich. Es gibt hier übelst viele, aber wir haben uns jetzt mal überlegt, dass die hier am besten passen würden. Da haben wir nicht so verschiedene Größen. Und die sehen auch ganz schön aus, finde ich, schon so ordentlich, weil die halt viereckig sind. Wow, oder rechteckig? Ja, rechteckig. Da kann man richtig viel drin stapeln dann. Ja, das ist gut. Schön, so ein bisschen mal. Ja, da sehe ich dich schon. Ich mich auch. Direkt selber drin liegend. Nein, bitte nicht. Aber für mich nehmen wir die große Box. Ja, genau. Da rein mit dir. 10, 20, 22. Okay. 22. So, wir haben uns jetzt gerade mal einen kleinen Plan gemacht, von welcher Box wir wie viele brauchen, anhand von den Zahlen von den Produkten, die wir noch da haben. So ein bisschen eingeschätzt. Und wir brauchen insgesamt 38 Boxen für die Produkte. Ich glaube, das wird der teuerste Einkauf in meinem Leben. Ach du Schande. Das hier ist jetzt unser Boxenberg. Das sind so viele. Und hier auf der Seite geht es aber auch noch weiter. Die zwei kompletten Reihen. Und jetzt haben wir nur ein Problem. Wie bekommen wir das ins Lager? Tetris! Ins Lager schon, aber ins Auto nicht. Ja, stimmt, falsch. Wir müssen Tetris spielen. Ich sage euch, mein Kopf ist gerade so überfordert. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt eben ins Auto bekommen sollen. Eigentlich müssten wir zweimal fahren. Also wir sind mit zwei Autos da, weil wir schon gedacht haben, dass es viel wird. Aber eigentlich brauche ich einen Sprinter. Ich habe gerade nachgefragt, wir haben einen theoretisch da, den man mieten kann, aber erst um 14 Uhr und wir haben es gerade noch morgens. Also ist der Plan jetzt, dass wir vielleicht nur die Hälfte erstmal kaufen, es ins Auto laden, ins Lager fahren, wieder hierher den Rest kaufen oder so. Wie umständlich. Die Gesamtsumme? 206 Euro, das ist nur die Hälfte. Oh, yeah. Will ich mein Geld ausgeben? Für Boxen. Andere kaufen sich Schuhe, Handtaschen. Ich kaufe mir Organisationsboxen. Die werden gesammelt, ne? Das ist ein Sammlerstück. Tada, wir haben es geschafft. Geht's? Das sind die guten Teile und jetzt sehe ich zum ersten Mal auch hier das aufgebaute Lager. Ich habe gerade schon zu Tammy gesagt, es sieht viel größer aus in echt als auf den Bildern, die mir gestern geschickt haben, auf den Fotos. Echt verrückt, oder? Mega. Jetzt gehen wir an Einsortieren. Genau, das machen wir jetzt.
ersten Boxen stehen im Regal. Mal schauen, ob sie auch da stehen bleiben. Die wollen wir auf jeden Fall noch beschriften, damit man auch weiß, was für eine Größe da drin ist. Das hier ist zum Beispiel alles S. Und dann haben wir XL und M hier in den Kisten. Aber genau, muss beschriftet werden, damit man es immer sieht. Und das wiederholen wir jetzt einfach mit den ganzen Kartons, die hier überall auf dem Boden rumstehen. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, deswegen kürzen wir für euch ab. Ihr seht das finale Ergebnis. 3, 2, 1. Tada! Es ist tatsächlich hier noch eine Etage leer, beziehungsweise mehrere nach da vorne. Aber wir haben noch nicht genug Boxen. Die muss ich, wie gesagt, nochmal holen gehen. Aber so grundsätzlich sieht man jetzt schon hier so eine ganze Lagerform. Ist das nicht geil? Hier sind zum Beispiel die ganzen schwarzen T-Shirts drin. Dann kommen hier die schwarzen Sweater. Und da drüben sind die Kissen drin. Auf der Seite hier geht es dann weiter mit dem neuen Hoodie, der dann rauskommt, wenn die Seite wieder launcht. Dem DIY Club. Haben wir hier Größe XS, S und unten dann L und XL. M fehlt noch. Und ganz hier vorne haben wir auch schon ein paar Boxen einsortiert. Zum Beispiel hier die Textmarker. Die sieht so schön und so satisfying aus, wenn alles perfekt ordentlich einsortiert ist. Hier die ganzen Goldketten, daneben alle in Silber. Oder hier, das ist auch richtig nice. Die ganzen Washi-Tapes, alles schön mit dem Logo nach oben natürlich. Aber ihr seht, hier ist auch richtig viel leer, weil wir einfach noch mega viele Kartons da hinten rumstehen haben, weil nicht alle Kisten in dieses Auto gepasst haben, beziehungsweise wenn ihr mir auf Insta folgt, habe ich auch gesehen, dass ich kurz anhalten musste und habe zwei von den Kisten irgendwo am Straßenrand geparkt. Ich fahre jetzt gleich hin und hoffe, dass sie noch da stehen, weil die einfach nicht mehr richtig ins Auto gepasst haben und ich die Spiegel nicht mehr gesehen habe. Totale Fail-Story, aber ja, es fehlen noch so insgesamt um die 12 bis 14 Boxen. Ich glaube, wenn wir die alle da hätten, dann könnten wir auch alles wirklich einsortieren, aber to be continued. Aber auf jeden Fall ist es so krass und wirklich mega emotional für mich jetzt hier durchzulaufen, weil wir das ja mega lang geplant haben und langsam nimmt halt alles so Gestalt an und ich kann es hier anfassen. Das ist mein schweres Regal. Das sind meine Produkte, meine Boxen und halt nicht nur so ein Gedanke und so ein Wunsch oder ein Traum, sondern das ist jetzt gerade echt, ja. Das passiert hier wirklich. Oh mein Gott. Uff. Also manchmal ist es auch so, dass mein Kopf gerade gar nicht klarkommt. Das sind so viele Gedanken und Emotionen, die ich habe, wo ich mir denke, okay, ich check gerade gar nichts mehr. Ich könnte gerade nicht mal so 5 plus 5 rechnen, weil mein Kopf einfach komplett überfordert ist mit dem, was hier passiert. Aber ich lieb's. Ein paar Tage später, beziehungsweise eher Wochen. Mittlerweile ist echt ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Aber wir sind ja auch schon seit ganzen 3 Monaten hier jeden Tag am Hustlen. Und es hat sich ein bisschen was getan. Und das wollen wir euch jetzt zeigen, denn es gab noch ganz, ganz viele so kleine Zwischenschritte in dieser Room Transformation. Aber das war einfach zu viel, um es alles zu filmen. Ihr habt mal die größten Schritte gesehen und jetzt zeigen wir euch das aktuelle Zwischenergebnis. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann schaut mal diese Videos ja eh nur, um den Vorher-Nachher-Vergleich zu sehen, oder? Ich hoffe, ihr habt nicht vorgespult. Es hilft immer sehr, wenn ihr die Videos ganz durchschaut. Und jetzt würde ich sagen, Zeit für die Roomtour. Welcome to my crib. Das ist richtig komisch, weil eigentlich muss ich jetzt hier reinlaufen. Das hier ist unsere Tür an unserer wunderschönen gestrichenen Wand. Und die trennt jetzt eben unser Lager ab. Das war ja vorher noch gar nicht da, aber ja, jetzt haben wir eine wunderbare Wand hier drin. Und hier auf der linken Seite direkt ein mega Blickfang. Das kennt ihr vom Pop-Up Store, das haben wir dafür extra anfertigen lassen als Deko. Und das haben wir natürlich nicht zurückgelassen, ja, sondern eingepackt. In welche Richtung starten wir? Ich würde sagen, in diese. Ja. Denn da, genau, sind jetzt die ganzen Schwerlastregale mittlerweile alle perfekt einsortiert. Wir haben genug Boxen, alles ist an Ort und Stelle. Und hier vorne ganz grob ist alles, was so Stationery angeht, wie Notizblöcke oder Tassen, Bücher, Washtapes. Und dann kommt hier dahinter alles, was Textil ist, also die Pullover, Mützen, Kissen, Rucksäcke. Ihr kennt wahrscheinlich das Sortiment. Es hat aber nicht alles weiter hier reingepasst, deswegen haben wir hier noch ein paar Kartons, die will ich langfristig auch ersetzen, damit es einfach hübscher aussieht. Aber jetzt für den Anfang starten wir mal so. Mhm. Und dahinter geht es dann weiter mit der ganzen Kartonage. Die ist mittlerweile auch angekommen, ist noch ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, seit ihr das letzte Mal hier gesehen habt. Oh, der fällt mir ein. Was tust du? Oh, das müssen wir noch nach vorne stellen. Hier ist das Seidenpapier. Ach, das Seidenpapier. Ja! Ich habe nämlich Seidenpapier in so schönen Pastelltönen gekauft. Rot dazwischen als Ausnahme und grün. Hier so ein dunkleres für Weihnachten, dachte ich. Aber ansonsten hellblau, lila, rosa. Ja, das muss ich nachher noch davor packen. Das hier jetzt ist auch noch nicht der finale Zustand. Wir eröffnen das Lager ja in ein paar Tagen und dann, genau, werden wir noch ein paar Sachen optimieren und ersetzen und rausfinden, wo was überhaupt hingehört. Deswegen, das ist noch nicht der finale Zustand, aber die finale Roomtour kommt dann auf jeden Fall in ein paar Wochen, wenn wir es dann mal rausgefunden haben, wie wir hier am besten arbeiten. Ja, ein bisschen was fehlt noch, aber ja, das fehlt. Für jetzt ist es sehr gut und sehr nice, wie ich finde. Und dann, genau, machen wir weiter auf dieser Seite. Hier erstmal auch noch ein Kaktus.
Der ist auch vom Pop-Up-Store, haben wir auch abgecheckt. Das hat uns meine alte Merch-Managerin geschenkt als Andenken. Dann geht's hier weiter. Die ganzen Sachen, das sind hauptsächlich Schreibunterlagen und Notizblöcke. Die werden auf jeden Fall nicht auf dem Boden stehen bleiben. Da fehlt uns noch ein Schwerlastregal. Aber die sind ja eh alle schön schon verpackt. Genau, aber nur nicht wundern. Also die Produkte werden nicht auf dem Boden gelagert. Aber genau, wir sind noch im Aufbau. Und dann geht's hier drüben weiter mit einer Sache, die ganz neu hier drin ist. Tada! Das hier, meine Freunde, sind 1000 Happy Me. Ist das nicht krass? Die haben wir frisch aus der Produktion bestellt. Also die ersten, die gedruckt wurden, sind wirklich hier zu uns gekommen. Boah, ich liebe das, wenn man so ein Buch neu aufmacht und das riecht immer noch so fresh. Das ist ein bisschen creepy. Nee. Nein, ich glaube, das machen viele, oder? Das mag jeder. Ne? Schreibt in die Kommentare, riecht ihr gerne Büchern. Auf jeden Fall, genau, liegen die jetzt noch hier, weil ich die alle signieren werde. Also bei mir im Shop könnt ihr dann Happy Bee bestellen und auf Streaming Create und die werden alle signiert sein. Wenn man es auf Amazon und Thalia holt, nicht. Klar, weil die nicht vorher bei mir waren. Aber die, die bei uns im Shop bestellt werden, die sind alle signiert. Und das muss ich noch machen, bevor wir eröffnen. Und sobald es noch unterschrieben ist und es sich jemand von euch holt, geht es dann hier auf diesen Tisch. Aber das hier sind unsere Werkbänke oder Verpacktbänke, ich weiß nicht, wie man es nennt. Das hier ist mein Schreibtisch. Daneben ist Tammys und Raffis auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, wir verpacken einfach mal eins, oder? Zur Probe, weil ich hier noch gar nichts verpackt Let's drin. Go. Schauen, ob das so klappt, was wir uns als gedacht haben. Genau, macht das überhaupt Sinn hier? Erstmal unterschreibe ich das hier noch. ASMR. Ich glaube, das ist der richtige Karton. Ja, auf jeden Fall. Da kommt es jetzt rein, aber nicht nur das. Wir haben hier noch ein paar Goodies vorbereitet. Ich habe nämlich ganz viele so Kakteen-Sticker bestellt. Das sind ganz viele unterschiedliche. Und ich habe mir gedacht, in jedes Paket kommt einer davon rein. Und dann vielleicht noch jeweils ein anderer Sticker, hier ist so ein motivierender Spruch drauf. She believed she could, so she did. Passt perfekt zu mir gerade. Dann haben wir uns überlegt, mit ganz großen Bestellungen können wir auch noch hier so ein kleines Pröbchen hinzufügen. Die hatten wir auch noch vom Pop-Up Store übrig. Rein damit. Und dann hat jeder von uns hier ganz viele so Karten unterschrieben. Das sind Thank You Karten. Da habt ihr auf Insta abgestimmt, welches Design vorne drauf kommt. Und hinten drauf sehen die dann jeweils so aus. Und dann steht eben drauf, dein Paket wurde mit ganz viel Liebe gepackt von Cassie. Also kommt in jedes Paket eine Thank-You-Karte. Ich glaube, das ist gut so. Das passt. Und hier vorne drauf kommt dann das Etikett und dann geht's auf den Postweg zu euch. Das ist mein erstes Paket, das sie jetzt gepackt haben. Ja, das erste von allen. Genau, das hier ist mein Tisch, dann kommt Tammys Tisch. Die sind alle gleich aufgebaut, aber Tammy hat noch einen zweiten Schreibtisch und zwar diesen hier. Und wir achten hier natürlich auf ergonomisches Arbeiten und maximalen Komfort. Tada! Nein, tatsächlich. Nein. Schreibtischstuhl fehlt noch. Ja, wie gesagt, es fehlen noch einige Sachen. Der Schreibtischstuhl ist eine Sache davon. Aber ist bestellt, aber ja. Fehlt halt einfach noch. Genau. Und das hier ist ihr Schreibtisch. Den haben wir wie bei uns zu Hause oder bei mir zu Hause mit Marmorfolie foliert. Also sieht aus wie mein DIY-Tisch. Dann habe ich eher so eine schöne Schreibunterlage unter die Schreibunterlage geholt. Das hier ist die neue, die jetzt rauskommt. Love it. Und die ist eben auch im passenden Design zu den Notizblöcken. Die liegen da auch schon parat. Dann kann sie da auch immer so ihre ganzen To-Dos aufschreiben, Notizen. Das sind so Post-its. Und den hier fand ich so nice. Guck mal, so ein Becher für Stifte. In Mint-Pantone. Geil, oder? Und im Hintergrund seht ihr die zukünftige Küche. Die müssen wir noch bestellen, aber es hat einfach momentan von der Zeit noch nicht gereicht. Aber einen Kühlschrank werden wir noch holen, bevor wir eröffnen. Deswegen haben wir jetzt hier so eine Sample-Ecke. Das heißt, das sind alles Sachen, die wir fürs Fotoshooting benutzt haben. Oder auch noch Samples vom Pop-Up-Store, die wir halt nicht mehr auf den Shop bringen. Aber dann sich Freunde, Familie oder wir uns was rausnehmen können, falls sie sagen, oh, es ist kalt, ich kann mal schnell einen Hoodie anziehen. Ach, ich lieb's. Und daneben haben wir eine kleine Ecke für Meiler, hier Futter. Und das hier war ja davor jetzt ganz halt unsere Foto-Ecke. Ah, Moment! Mitarbeiter des Monats-Ecke. Die hier. Ich habe überlegt, ob wir Poster mit dem Shop aufnehmen. Das ist noch vielleicht eventuell für die Zukunft geplant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das feiern würdet. Aber solange ist es die Mitarbeiter der Monats-Ecke. Vielleicht drei. Und genau, hier haben wir eben diese Fotowände, die wir jetzt die ganze Zeit benutzt haben. Wir haben ja alle Fotos von allen Produkten neu gemacht auf der Webseite. Das war krass viel Arbeit, aber ich liebe den neuen Look. Und jetzt brauchen wir die halt alle, nur alle paar Monate wahrscheinlich für neue Produkte. Und so lange bleiben die oben. Und deswegen haben wir hier Platz
für Myla. Die liebt es, ne? Mhm. Das ist auch mein alter DIY-Teppich von zu Hause aus meinem DIY-Zimmer. Deswegen fühlst du dich hier wie zu Hause, gell? Kamerateppich, Kissen, Sofa. Uiuiuiuiui. No, I don't want no rest. Als wir das Lager hier zum ersten Mal besichtigt haben, war es halt noch komplett verschmutzt, vermüllt. Es sind noch Sachen drin gestanden und die Wand war noch nicht mehr drin. Es war so schwer, sich das vorzustellen, dass hier draus unser zukünftiges Lager werden soll. Und jetzt sitzen wir einfach hier und haben das komplett selber gemacht. Zu dritt mit Tammy und hier unsere fleißigen Helferchen hinter uns natürlich noch. Allein schon diesen ganzen Merch hier zu sehen und zu wissen, dass die Seite in ein paar Tagen live geht. Hast du gerade gegähnt? Das ist vor Erschöpfung und Aufregung, nicht vor Langeweile, ja? Wann geht die Seite live? Die Seite geht am 1.11. um 11 Uhr live. Genau, das ist eine richtig gute Schnapszahl. Deswegen hoffen wir, dass die uns Glück bringt. Und ich hoffe natürlich, dass sie euch gefällt. Deswegen schaut da unbedingt vorbei. Auch wenn ihr sagt, ey, ich brauche jetzt gerade gar nichts aus dem Merch. Schaut es trotzdem an. Ich will so gerne euer Feedback für diese mega viele Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Deswegen 1.11. 11 Uhr unbedingt auf kalikassi.shop vorbeischauen. Und ansonsten natürlich vielen Dank an jeden von euch, der sich schon irgendwann mal was aus dem Merch geholt hat oder jetzt holen wird. Das ist so ein krasser Support und nur durch euch können wir das halt machen. Kann Tabi meine Merch-Managerin sein und nur durch euch können wir das überhaupt hier ermöglichen. Weil wenn keiner sich den Merch holen würde, dann gäbe es den auch gar nicht. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch und ich hoffe, ihr seid einfach genauso gespannt wie wir und ich hoffe, ich kann schlafen, weil ich bin mittlerweile so aufgeregt, dass ich nicht mehr schlafen kann. Serious? Lasst unbedingt einen Daumen oben da, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen, denn in meinem nächsten Video, das kommt schon morgen online, sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Danke.